Der dritte Tabellenplatz, das ist wahrscheinlich die Region, wo ihr irgendwie noch hinwollt, Fabi. Hertha BSC, ihr habt gestern gegen Schalke 04 mit... Ach doch, jetzt nicht so, das ist doch hart. Das war nicht auf der Kamera drauf, glaube ich, oder? Ihr habt 5:2 gewonnen. Ist es weiterhin euer Ziel, noch irgendwie da oben mitzumischen? Ja, also ich glaube, die Frage kann ich zurückgeben, wenn man 8 Spiele hat und, glaube ich, 7 Punkte Rückstand hat und jetzt sagen würde, okay, ich schreibe das ab, den Teufel tue ich. Das ist realistisch. Ich glaube, wie wir eindrucksvoll hier gerade alle besprochen haben, ist gerade in so März, April sind die Wochen und Monate, wo, glaube ich, nochmal alles sich dreht. Und wer da einfach konstant viele Punkte holt, hat noch da oben was... ja, bei der Musik verloren, aber wir tun uns gut daran, einfach zu schauen, pass auf, wir schauen aufs nächste Spiel, geben Maximum, dass wir das Spiel gewinnen und dann kommt das nächste Spiel. Weil ich halte nichts davon, ja, wenn wir das gewinnen, dann haben wir 9 Punkte mehr und das bringt uns nicht weiter. Ich glaube, das nächste Spiel, auch wenn es eine Phrase ist, das Wichtigste und da werde ich alles für tun, dass die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass ich ein Topspiel mache und mein Team helfen mit guten Aktionen. Und wenn jeder so denkt, glaube ich, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein. Fabi, jetzt bist du mit deinen Scorern unter anderem der Top-Vorlagengeber der zweiten Fußball-Bundesliga. Man kann definitiv sagen, eines der umworbenen und heißen Gesichter dieser Liga. Wird bestimmt auch mal der ein oder andere Verein angeklopft haben. Du hast dich jetzt trotzdem für eine Vertragsverlängerung bei der Hertha entschieden, bis 2028. Ein kleiner Vertrauensvorschuss, dass du sagst, ich möchte mit diesem Verein in die Bundesliga? Ja, ohne Frage. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als mit Hertha ab Sommer in der Bundesliga zu spielen. Und dafür, und das ist das Einzige, worauf ich mich jetzt konzentriere, ist, alles zu geben, um diesen Traum Wahrheit werden zu lassen. Und ohne Frage, ich bin auch Realist und Träumer. Das ist eine Aufgabe, aber sie ist trotzdem möglich. Und deshalb glaube ich daran und arbeite jeden Tag daran. Und wenn wir viele Spiele gewinnen, haben wir noch eine Chance. Und wenn's am Ende nicht reichen sollte, sehen wir dich nächstes Jahr noch im blau-weißen Trikot? Bei der Hertha? Ja, also man unterschreibt Verträge. In die Glaskugel kann ich nicht schauen. Ich kann nicht sagen, ob ich 10 Jahre hier spiele und die Karriere beende und wir vielleicht irgendwann Champions League spielen oder 10 Jahre zweite Liga. Es alles wäre vermessen, wenn ich jetzt was sagen würde und würde es versprechen und es würde vielleicht eine handelnde Person kommen und sagen, ja, tut mir leid, Fabian, so haben wir uns nicht vorgestellt, bitte schau dich doch mal um. Dann stehst du da und hast ein Wort gegeben, deswegen bin ich da immer vorsichtiger mit, ich schaue das, was ich beeinflussen kann. Das sind jetzt die nächsten Spiele, um etwaige Fragen gar nicht stellen zu müssen, um größtmögliche Ziele zu erreichen. Ich strebe nach dem Maximum, mein Ziel ist weiterhin Bundesliga und das möchte ich in dieser Saison noch erreichen und dafür kämpfe ich und dafür wollen wir gut arbeiten und diese Stadt hinter uns bringen. Du merkst, du bekommst hier von den Herthanern viel Applaus. Das, was Mia gerade über den Hamburger Sportverein und Tim Walter gesagt hat, das spürt man auch so ein bisschen bei euch, dass die Stadt irgendwie komplett hinter dem Verein steht, dass man ja nicht, also gibt auch Unioner, ne, weil da gerade gelacht worden ist. Ich seh dein Trikot. Machst du mit dem Farbspiel dann ein Foto? Das Gesicht sieht nicht so aus, als würde es im Sommer nach Union wechseln, aber... Also habt ihr, Herr Thaner, also zumindest einen Teil dieser Stadt hinter euch gebracht und es fühlt sich sehr geschlossen an. Nimm uns doch mal mit, was in den letzten Monaten bei Hertha passiert ist, weil ich meine, ihr seid ja jetzt, klar, in der zweiten Liga in einer ganz ordentlichen Ausgangssituation, aber es wird ja schon klar formuliert, dass man definitiv um den Aufstieg mitspielen möchte und am Ende ist ein riesiger Traditionsverein abgestiegen. Was habt ihr im Verein gemacht? Welche Rolle hat vielleicht auch Kai Bernstein gespielt, dass ihr so unterstützt werdet von den Fans?
Ja, ich glaube, im Sommer war Stunde null. Es war, ich glaube, eine sehr schwere Phase, eine sehr unsichere Phase für den Verein. Es war ein Riesenumbruch. Keiner wusste, wie lange es dauert, wie schnell dieser Umbruch vonstatten geht. Wir sind denkbar schlecht in die Saison gestartet, haben dann eine ungeschlagene Serie hingelegt, haben gerade vor Weihnachten, glaube ich, viel Sympathie hinter uns gebracht, um sie dann Anfang des Jahres leichtfertig wieder wegzugeben, um dann so einen Mittelweg einzuschlagen und jetzt nochmal eine perfekte Schlussoffensive hoffentlich zu bringen. Ich glaube, wir haben, was die Nahbarkeit angeht, allen voran durch Kai Bernstein, eindrucksvoll, glaube ich, Schritte in die richtige Richtung gemacht, haben Fußball Deutschland gezeigt, dass Fußballromantik und Entwicklung in einem großen Verein möglich ist. Er hat uns gezeigt, dass der Weg, glaube ich, nicht nur mit Investoren und großem Geld geht, sondern auch durch Nahbarkeit, ehrliche Arbeit und Transparenz. Und trotzdem ist meine ehrliche Meinung, dass wir einen sehr starken Kader haben, rein individuell gesehen, und etliche Chancen in den letzten Wochen, ja, oben richtig anzuschließen, nicht perfekt genutzt haben und deswegen jetzt 4 bis 5 Punkte zu wenig haben, und die versuchen wir jetzt aufzuholen. Wir haben ja gerade noch, könnt ihr euch übrigens darauf freuen, kommt die Tage bei uns auch auf dem YouTube-Kanal online ein kleines Interview aufgenommen, da hast du von dieser magischen 3-Spiele-Regel gesprochen, dass man in der zweiten Liga irgendwie immer mit 3 Siegen hintereinander dann in der Position ist, was zu starten. Erklär uns doch mal, was macht diese Liga so besonders? Warum ist sie so verrückt? Ich meine, Schalke 04, seid ihr gestern mit 5-2 einmal drüber gelaufen. War auch ein ganz gutes Spiel von dir, würde ich sagen. Hätte Schalke gegen euch gewonnen, wären sie auf einen Punkt an euch rangekommen. Und bei euch redet man jetzt nach dem Sieg über den Aufstieg. Also es ist ja alles wirklich brutal eng. Ja, ich habe so eine Statistik gesehen. Ich glaube, dass in der zweiten Liga jetzt noch jede Mannschaft auf- und absteigen kann. Und das ist verrückt. Ich glaube auch, jetzt sind gefährliche Halbwahrheiten, die ich hier, glaube ich, verbreite, aber die Etats der zweiten Liga deutlich enger beieinander sind als in der Bundesliga und auch einfach, ich glaube, die individuelle Qualität in den Mannschaften deutlich enger beisammen ist. Wenn man in die erste Liga guckt, passiert es nahezu nie, dass aus den Top 3 gegen die letzten 3 irgendwie ein Spiel verloren geht. Und wenn es mal passiert, dann ist ganz Fußball-Deutschland aus dem Häuschen. In der zweiten Liga ist das eigentlich Alltag. Und das macht es einfach spannend, wenn du nämlich 3 Spiele gewinnst hintereinander, 9 Punkte holst. Ich glaube, ja, außer St. Pauli und Holstein Kiel sind dieses Jahr, glaube ich, keine Mannschaften dafür bekannt, konstant zu punkten. Von daher erstmal mit einem Sieg anfangen, das haben wir gemacht. Und dann noch einen und noch einen. Bis zum Ende. Jetzt hast du ja mit Kiel und Schalke 2 Ex-Vereine von dir, wo du fest unter Vertrag standest, habe jetzt mal die Leihstation ausgeklammert, in der Liga. Inwiefern fühlst du dich noch verbunden? Also drückst du auch Kiel irgendwo die Daumen in Anbetracht der Möglichkeiten, dass es für die Kieler hochgeht? Ja, also muss man ganz klar sagen. Ich bin bei Hertha BSC unter Vertrag. Ich gebe jeden Tag alles dafür, dass der Verein dahin kommt, wo er hingehört. Ich glaube, auch die Kollegen aus der gleichen Stadt würden sich wünschen, einen Derby in der Stadt wieder zu haben, in der ersten Liga. Ich glaube, das würde der Stadt auch gut tun. Und deswegen wollen wir auch in die Bundesliga. Und da gebe ich jeden Tag alles dafür, dem Verein zu helfen, wieder die Ziele zu erreichen. Und dann natürlich würde ich mir eher wünschen, dass wir hochgehen. Aber grundsätzlich muss man das differenzieren und sagen, Kiel macht eine super Arbeit, die spielen konstant guten Fußball, haben eine gute Idee, mit dem Ball, gegen den Ball und stehen völlig zurecht da, weil sie die Kleinigkeiten extrem gut machen und wirklich die Grundtugenden jedes Spiel auf den Platz bringen. Wenn man sieht, Laufmeter, Sprintmeter, Intensität mit und gegen den Ball, das ist einfach gut und deshalb stehen sie da oben. Hat denn die Hertha für euch noch eine Chance dieses Jahr? Mit so einem Fabi wie in diesem Wochenende auf jeden Fall. Nee, jetzt mal ohne den Honig jetzt komplett auszupacken.
Wenn es rechnerisch möglich ist, ist doch also ich glaube, eine Mannschaft hilft es super, wenn man irgendwo eine Möglichkeit sieht, ein Ziel sieht. Und wenn man jetzt versteht als Mannschaft, das wäre die Heldenreise, dass wir das jetzt alle noch zusammenpacken, das schweißt natürlich so eine Truppe zusammen. Wenn du keinerlei Möglichkeiten mehr hast und irgendwo im grauen Mittelfeld versagst, ich glaube, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher noch gegeben, dass man da richtig runterfällt, als dass man oben nochmal andockt, weil was soll es bringen? Ich kann das total nachvollziehen. Solange es möglich ist, sollte man genau diesen einen Meter gehen, denn im Fall der Fälle gehen die anderen den Meter nicht und dann bist du genau eben schneller. Das finde ich faszinierend und ich finde, es gehört sich so. Und guck mal, wenn du so einen Spieler in deinem Team hast, würde ich als Fan sagen, ja geil, Alter, ich glaube auch dran. Warum soll ich denn nicht dran glauben, wenn er dran glaubt? Ich würde es machen. Warum denn nicht? Also wenn der HSV jetzt wirklich einbricht, dann hat die Hertha alle Chancen der Welt. Ich finde sogar psychologisch gesehen seid ihr auch richtig gut im Vorteil, weil der HSV kann jetzt wieder nur verlieren und ihr habt einfach noch die Möglichkeit, ihr habt vielleicht am Anfang der Saison oder mittendrin so ein bisschen vielleicht vergeigt oder das ein oder andere Spiel eben nicht die Punkte geholt, die ihr hättet holen können und vielleicht auch müssen. Aber ihr könnt jetzt letztendlich eigentlich nur gewinnen. Und von daher kann das auch nochmal der Mannschaft einen guten Push geben. Und gerade wenn man dann so einen Spieler wie dich auch dabei hat, der vorangeht, der den Glauben hat. Und es wäre ja dämlich, ne, wie du selbst sagst, das abzuschreiben, wenn man es rein rechnerisch noch erreichen kann und das große Ziel erreichen kann. Ich glaube auch, dass bei der Hertha einfach sie sich in einer recht, ich will nicht sagen komfortable Situation, weil es ist nie Traditionsverein etc. pp. befindet, aber du hast jetzt vorhin von der Stunde Null letzten Sommer gesprochen, sportlich und finanziell stimmt das natürlich, die große Stunde Null von Hertha liegt aber natürlich einfach ein paar Jahre zurück und zwar als der Investoreneinstieg mit Lars Windhorst in die Luft geflogen ist. Das alles andere war nur Nachwirken davon und eben durch das Wirken von Kai Bernstein zum Beispiel hat man eben diesen Gesundungsprozess eingeleitet und deshalb befindet man sich jetzt in der Situation, wo man klar Anfang der Saison auf allen Ebenen kommuniziert hat, hey, wir haben hier einfach einen großen Scherbenhaufen, den wir irgendwie zusammenfegen müssen. Natürlich wünschen wir uns oben anzugreifen, realistisch gesehen ist es aber jetzt kein Muss, nicht das absolute Muss, die Saison unbedingt aufzuschränken. Das gibt dir jetzt natürlich gerade in so einem Endspurt, wo man vielleicht sieht, eine Mannschaft wie der HSV, wo eben der Aufstieg absolute Pflicht ist. Wenn die so ein bisschen straucheln, kann man natürlich dann vielleicht eben aus so einer komfortableren Position, wo die Stimmung besser ist, wo eben dieser Schulterschluss stattgefunden hat, durch Persönlichkeiten wie Kai Bernstein, durch eben diesen Gesundungsprozess Post-Investor, kann man natürlich befreiter irgendwie dann noch ins Aufstiegsrennen vielleicht eingreifen. Trotzdem dazu einmal kurz noch, ist es auch eine Riesenaufgabe. So, wir haben 7 Klar. Punkte bei 8 Spielen. Wir brauchen Siege und nichts als Siege. Und da muss man auch ehrlich sagen, so die Zeit, wo man, ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht deinen Einsatz weggenommen, aber die Zeit, wo man sagt, ja, ein Unentschieden ist auch ganz gut und wir haben ja noch so viele Spiele, nee, haben wir nicht. Das ist auch die Wahrheit. Und der Wahrheit muss man auch in die Augen schauen und muss man wirklich sagen, okay, jetzt zählen Siege und wir haben die anderen Chancen verspielt, jetzt müssen wir gewinnen. Ja, ich gebe mich jetzt in die unschöne Rolle des Partypoopers, weil ich sehe es natürlich sehr schwierig, diese Punkte noch aufzuholen. Wir hatten jetzt hier gerade mal vor ein paar Minuten die Matchfacts unten, so ein paar Facts unten eingeblendet. Und da stand zum Beispiel drin, lassen viele Chancen zu. Und das ist ja auch eine Wahrheit, die dazu gehört, dass die Balance zwischen Offensive und Defensive diese Saison bei Hertha noch nicht auf dem Level ist. Man hat jetzt noch das Thema Dardai, das vielleicht noch dazu kommt, wo ja auch nicht ganz klar ist, ob man mit ihm noch in die neue Saison geht. Das sind sicherlich auch Nebengeräusche, die nochmal vielleicht bei einer Niederlage aufploppen. Ich würde es euch wünschen, aber natürlich wird es ein sehr, sehr schwerer Weg, hast du ja auch schon gesagt, diese Punkte aufzuholen. Und ja, genau. Absolut verständlich, dass das berechtigte Zweifel, glaube ich, für den neutralen Zuschauer offenlegt. Aber wir schaffen das irgendwie. Fabi, 3 Scorer am Wochenende. Gegen den alten Verein. Die Fanfreunde aus Karlsruhe gewinnen 7-0. Perfektes Wochenende. Ja, ich habe es, glaube ich, im Interview nach dem Spiel gesagt. Sonnenschein, 70.000. Offensiver, guter Fußball, neutrale Fans, viele Tore gesehen, 3 Punkte.
viele Häkchen an der richtigen Stelle. Die Fanfreundschaft, klar, 7-0 auch noch. Wurde ja immer eingeblendet, immer wieder haben die gejubelt. Ich dachte, kriegt man das so mit als Spieler auf dem Platz? Nein. Ich dachte, man wäre so fokussiert. Ja, man hat ja auch mal Einwurf und so weiter. Ja. Die Balance macht's. Viel Gegenwehr gab's auch nicht, da kann man mal hochgucken. Ja, ich weiß nicht. Hast du eigentlich, macht dich das irgendwie, freut dich das gegen den Verein, der dich damals abgegeben hat, wo man schon so ein bisschen durch die Blume gesagt hat, ach, den Rese brauchen wir nicht unbedingt da, 3 Scorer zu machen. Du hast ja auch im Hinspiel schon sehr gut gespielt. Ich glaube, da muss man jetzt mal die Emotionalitäten, das Ego rausnehmen. Fakt ist, natürlich hätte ich mir gewünscht, als junger Spieler da mehr Chancen zu bekommen. Vielleicht auch den Trainer zu haben, der sagt, okay, ich setze voll auf dich. Aber die nackte Wahrheit ist auch, ich habe kein Tor geschossen, zu wenig Vorlagen in den Spielen gemacht. Hab die Chancen halt, du musst halt als junger Spieler dann sagen, okay, er macht ein Tor, er macht eine Vorlage. Die habe ich nicht gebracht und dann war Schalke auch noch auf einem höheren Level, wo der Konkurrenzdruck ein ganz anderer war und es hat zu dem Zeitpunkt einfach sportlich nicht gereicht. Und hört sich zwar unromantisch an, ist aber leider die Wahrheit und dazu muss man dann auch im Nachhinein stehen und deswegen ist es jetzt nicht, dass ich sage, boah, die haben mich abgegeben, jetzt würge ich den noch einen rein. Natürlich ist es, freut man sich, wenn man 3 Scorer in einem Spiel macht, wenn man das Spiel gewinnt gegen einen Verein, der vielleicht in dem Moment nicht an einen geglaubt hätte, aber ich glaube, ich als Manager hätte dann in dem Moment auch vielleicht noch nicht an mich geglaubt. Also kein böses Blut zu Schalke? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, der Weg, so wie ich ihn gegangen bin, ist ein sehr gesunder Weg, war leider kein einfacher. Aber zu dem Zeitpunkt war der richtige Schritt, woanders hinzugehen.